touch. Hello, zurück zu einem neuen Vlog. Ich dachte, ich vlog heute mal wieder. Und zwar kann es sein, dass ich meine Vlogs immer gleich anfange. Irgendwie ist mir gerade aufgefallen, dass ich immer den gleichen Satz am Anfang sage, aber ja. Und zwar haben wir schon ein bisschen später, also wir haben jetzt kurz vor 2 und in 10 Minuten stelle ich mein neues Video online. Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, weil das Video kommt vor diesem Blog online. Und zwar ist es ein Video über Dinge, die jedes Mädchen kennen sollte. Was jedes Mädchen kennen sollte. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das einmal in der Infobox. Auf jeden Fall bin ich irgendwie mega aufgeregt, weil ich kann gar nicht einschätzen, wie das Video ankommen wird. Aber eigentlich habe ich das auch vor jedem Video, was ich hochlade. Ist einfach so komisch. Also erstmal, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, vor allem unter meinem letzten Vlog, weil es waren einfach so viele liebe Kommentare und ihr könnt euch nicht vorstellen, also es macht einfach so Spaß, die Kommentare durchzugehen und immer wenn ich ein neues Video oder einen neuen Vlog hochlade, ist es so, dass ich ständig die Seite aktualisiere, um zu gucken, was für neue Kommentare da sind. Weil es macht einfach so Spaß, die durchzulesen und es bedeutet mir voll viel, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir ein Feedback zu hinterlassen. Und ich will einfach mal Danke sagen, weil es waren alles so liebe Kommentare. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, selbst nach über 4 Jahren YouTube, um genau zu sein, 4 Jahre... 7 Monate und, welchen haben wir heute? Und 20 Tage, oh ne. Naja, auf jeden Fall irgendwie um den Dreh rum, auf jeden Fall. Nach dieser ganzen Zeit bin ich immer noch so mega aufgeregt, bevor ich ein Video online stelle. Es ist immer so dieser Moment davor, wo man sich so fragt, oh mein Gott, wie wird es jetzt ankommen? Und vor allem, wenn man dann auch so viel Arbeit in ein Video gesteckt hat, ist es umso spannender. Und deswegen, ja, noch 7 Minuten, dann stelle ich mein Video online. So, ich habe mich in der Zwischenzeit geschminkt und mein Video kommt voll gut bei euch an. Ich freue mich einfach so mega darüber, ich glaube das nicht. Es ist einfach so cool, vor allem, dass ihr auch so merkt, dass ich mir bei den letzten Videos besonders viel Mühe gebe. Also manchmal bin ich noch so ein bisschen unzufrieden, weil ich mir halt so denke, wenn ich jemanden hätte, der mir auch so beim Videodrehen und so helfen könnte, dann würden meine Videos noch besser sein. Also so, wie ich es am liebsten hätte. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich geschminkt, weil... Oh, fokussier, ja. Weil ich muss jetzt gleich zum Arzt. Ich muss in der letzten Zeit wirklich von Arzt zu Arzt und es ist langsam immer nur noch nervig, weil... Falls ihr meinen Vlogging-Channel richtig verfolgt oder mich generell richtig verfolgt, wisst ihr vielleicht, dass ich vor einiger Zeit im Krankenhaus war und da die Ärzte auch festgestellt haben, dass mit meinen Blutwerten nicht alles so ganz okay ist, wie es sein sollte. Und deswegen musste ich jetzt in den letzten Wochen wirklich zu zig verschiedenen Ärzten, also immer zu irgendeinem anderen so Fachgebiet. Und jedes Mal finden die einfach nichts. Also... Die sagen immer so, ja, eigentlich ist alles so gut. Und dann werde ich von dort wieder zum nächsten Arzt geschickt. Und es ist irgendwie immer nur... Kaka. Ja, ein bisschen lauter, bitte. Hallo? Summertime Sadness. Ja, Summertime. Seht ihr Summertime? Mutter muss noch schnell was erledigen. Ich bleibe einfach beim Auto. Es regnet einfach nur so krass. Der Herbst ist da. Ich
lese gerade die Kommentare unter meinem Video und ich muss so lachen, weil einer schreibt so, dein Bär hat's gut, der chillt den ganzen Tag in deinem Bett, isst Schoki und hat sogar Getränke bereit. Der braucht sich kein Stück bewegen, was für ein Leben. Vor allem ist es einfach wirklich so, der hat die ganze Zeit da Essen und Getränke einfach in der Ecke bei sich liegen. So witzig. Ich bin jetzt wieder zu Hause und es war wie erwartet unnötig. Was heißt unnötig? Also die Ärzte meinte, es ist alles gut, aber es ist halt so nervig, wenn alle Ärzte immer sagen, ja, da gibt's nichts, aber eigentlich muss da irgendwo was sein und ja. Aber ich habe zwei Zuschauerinnen bei der Ärztin gesehen, also getroffen, also die haben mich angesprochen. Falls ihr das seht, liebe Grüße an euch. Ich chill gerade in meinem altbekannten Badewanne. Erinnert ihr euch noch an den? Jo, kennt ihr das, wenn eure Eltern oder so Besuch haben und ihr euch dann nicht mal aus dem Zimmer traut? Das heißt trauen, aber ihr dann keine Lust habt, mehr aus dem Zimmer zu gehen, damit die euch nicht sehen. So ein Opfer sitze ich in meinem Zimmer. Ich will mir eigentlich was zu essen holen, aber das muss jetzt warten. Ich denke übrigens. Sorry. Hast du eine Jacke hier bei dir? Welche? Rote. Nein. Was ich sagen wollte, ich denke übrigens zur Zeit drüber nach, mein Zimmer zu renovieren. Also jetzt nicht so komplett zu renovieren, aber halt so Wände neu streichen und halt so einfach so von der Deko her. Und am liebsten hätte ich auch noch ein anderes Bett. Also generell, mein Zimmer hätte ich gerne in einem anderen Stil. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil ich weiß halt nicht, ob es, also inwiefern es sich lohnt, wie lange ich halt noch hier bin und wie teuer das dann werden würde. Deswegen muss ich mal schauen. Aber falls ich das machen sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und dann werde ich vielleicht auch so ein Room-Makeover machen. Also auf meinem Hauptkanal und dann eine neue Roomtour und so. Das, solche Videos schaue ich selbst immer voll gerne, deswegen würde ich das dann vielleicht machen, wenn ihr Bock habt. Ja, Bu? Wie findest du das? Gut. Sehr schön. Hört ihr das? Meine Mutter guckt gerade meine Videos. Was machst du? Ich guck mir meine Tochter an. Mach mir ein paar Frisuren nach. Ich suche nach was Essbarem. Ah, etwas Essbarem. Hast du wieder Hunger? Ja. Ich hab immer Hunger. Hä? Steh das Maul, drin hat das Maul. Do? Do? Mena. Habe ich doch noch eben Schokoflöckchen. Die mochte ich noch nie. Hallo, diese einen, die du immer sonst immer. Ich habe die Kissenweise nach Hause geholt. Nein, ich habe sie nur auch gegessen, weil du sie gekauft hast. Nein, du hast sie doch gerochen, deswegen habe ich sie immer gekauft. Nein. Hä? Wo denn? Leito, was luke balist de? Hallo? Adi am Anfang. Welke Uelil achile? So, ich mache mir jetzt einfach einen Joghurt. Freaking like Molly. Irgendwie ist das ganz schön wenig hier drin. Ich nehme einfach noch ein. Übrigens bin ich nächste Woche in. Warte mal, nächste Woche? Ja, ich bin nächste Woche in Berlin wieder. Und zwar am 9., wenn ich mich jetzt nicht irre. Bin ich in Berlin abends auf so einer Veranstaltung von Riani und bin schon mega, mega gespannt. Ich war ja auf der Fashion Week, war ich auch auf der Fashion Show von Riani und ich freue mich schon voll. Und falls ihr aus Berlin kommt, könnt ihr vielleicht vorbeischauen, wenn ihr wollt. Also ich werde Uhrzeit und Ort auf jeden Fall noch Bescheid geben, auf Twitter dann wahrscheinlich. Also falls ihr mir da nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich heiße da einfach Staisig. Und ja, also ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich Zeit habe so für Fotos und so,
weil ich nicht genau weiß, wie das da ablaufen wird auf der Veranstaltung. Aber ja, falls ihr einfach aus Berlin kommt und an dem Abend nichts zu tun habt, ist es, glaube ich, im KDW. Deswegen, da kann dann einfach jeder hinkommen, wer will. Ich chill jetzt noch im Bett. Ich habe schon den Joghurt fast aufgegessen. Kennt ihr dieses geile Gefühl, wenn man so auf YouTube geht, auf seiner Abo-Box? Und man aktualisiert die so und plötzlich sind da so richtig viele coole neue Videos online von den Lieblings-YouTubern. Und man denkt sich nur so, oh geil, welches soll ich jetzt essen schauen? Das ist bei mir immer der Fall. Vor allem, wenn ich irgendwie so morgens aufstehe, gehe ich ja erstmal auch meine ganzen Social-Media-Seiten durch. Und dann gehe ich immer auf YouTube und gucke so, wer hat ein neues Video hochgeladen. Und das ist immer dann so richtig, ich freue mich einfach immer, wenn neue Videos online sind von den YouTubern, die ich halt so voll gerne gucke. Ich bin dann selbst auch so, ja, neue Videos. Zum Beispiel Facebook nutze ich eigentlich gar nicht mehr privat, also eigentlich nur so wegen YouTube noch, wegen meiner Facebook-Seite. Und das Einzige, was ich wegen Facebook mache, ist es, durch meine Startseite zu scrollen und mir irgendwelche Videos anzugucken, ne? Es ist einfach nur so, manchmal gibt es da Videos, da muss ich einfach so lachen, vor allem meine beste Freundin und ich verlinken uns immer gegenseitig auf irgendwelche Videos, die wir lustig fanden. Und ich habe letztens ein Video gesehen, ich musste einfach so lachen. Vor allem, ich habe sie so verlinkt mit dem Kommentar, ich damals beim Touren, weil sie und ich waren damals zusammen beim Touren. Und ich meine, ihr habt gesehen, wie unsportlich ich bin. Ne? Und das Video beschreibt mich einfach nur. Also nichts gegen das kleine Mädchen, aber ich muss einfach so lachen, weil ich bin einfach genauso, ne? Es ist einfach nur so witzig gewesen. Vor allem dieses Klatschen. So, wir haben jetzt kurz vor eins und ich habe gerade den Vlog fertig geschnitten, den ihr jetzt gerade schaut, damit er auch morgen online kommen kann. Ja. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Der Tag war gar nicht so spannend, irgendwie, wie ich gedacht hatte, aber ich hätte auf jeden Fall genug Material zum Vlog schneiden und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bye!